Hans-Georg Maaßen und andere Mitglieder der Werteunion wurden mit Schimpf und Schande aus der CDU gejagt. Sie wurden zum Austritt aufgefordert, Austrittsverfahren angedroht und so weiter. Jetzt, wenige Tage nach der Gründung der Werteunion, verkünden eben diese Hans-Georg Maaßen und Co., dass die CDU der Premium-Partner der Werteunion sei. Nun stellt hier Markus Krall sehr vernünftig die Gegenfrage, wer, der irgendwie noch alle Tassen im Schrank hat, erklärt denn seine Ex-Partnerin, die einen erniedrigt hat, die einen weggeschmissen hat, wie ein faules Ei, zum Premium-Partner, zur Premium-Partnerin. Das ist ja vollkommen irre, das ist absolut unglaublich, dass das passiert. Die Werteunion macht das gerade und zerlegt sich wenige Tage nach der Gründung eigentlich schon selbst. Als Oppositionspartei fällt sie damit eigentlich ab sofort weg. Es ist tragisch fast, denn Hans-Georg Maaßen an sich wirkt ja zumindest als wie ein sehr integrer und auch sehr intelligenter Mann.